Wisst ihr, ich habe gedacht, mehr Spaß kann Fotografie eigentlich gar nicht machen, als es in dem Jetzt-Zustand ist. Ich war wirklich sehr leichtsinnig, das zu glauben. Ich liebe ja Streetfotografie, aber jetzt liebe ich es noch viel, viel mehr. Um was es sich handelt, geht es in diesem Video. Legen wir los. Es geht um den Blackmist-Filter. Aber was ist eigentlich so ein Blackmist-Filter? Einfach gesagt, es handelt sich um einen Diffusionsfilter, der dafür sorgt, dass die Highlights weicher erscheinen, der Kontrast vermindert wird und dadurch insgesamt ein eher verträumteres Bild erzeugt wird. Aber hier muss man auch wieder erstmal zwischen verschiedenen Diffusionsfiltern unterscheiden. Denn es gibt nämlich einmal den gerade genannten Blackmist-Filter, aber es gibt auch noch einen Whitemist-Filter oder einen Soft FX-Filter. Der Blackmist-Filter, um den es auch heute in diesem Video geht, den zeichnet es aus, dass eher nur die Highlights in dem Video weicher gemacht werden und dadurch halt ein eher kontrastreicheres und detaillierteres Image dann entsteht. Der Whitemist-Filter ist dafür gedacht, dass das gesamte Image einen weicheren Ton bekommt. So ist der Effekt zwar am Ende stärker und man sieht ihn auch viel mehr, aber das ganze Image wird halt weicher und das ist manchmal halt einfach auch unerwünscht. Deswegen auch zusammengefasst ist der Blackmist-Filter mein klarer Favorit, denn ich möchte nicht die Schatten auch beeinflussen, die sollen auch schön kontrastreich bleiben. Ich möchte nur die Highlights ein bisschen blumig haben. Lass uns einen Blick auf den Aufbau dieses Filters werfen. Der Blackmist-Filter enthält kleine dunkle Partikel, die in das Glas eingearbeitet sind, wie man jetzt hier auf dem Video sehen kann. Diese Partikel zerstreuen das Licht gezielt in den hellen Bereichen, wodurch dieser weiche Effekt erzeugt wird. So ein Blackmist-Filter ist dann jetzt aber auch in verschiedenen Stärken erhältlich. Es gibt nämlich einmal ein Achtel, ein Viertel, ein Halb und die Stärke 1. Jeder dieser Stärken beeinflusst das Bild unterschiedlich. Hier kann man sagen, je höher die Stärke, desto größer ist der Effekt. Ich persönlich habe mich für die 1/8 Stärke entschieden. Für mich reicht dieser Effekt auch schon vollkommen aus und ich will es ja jetzt auch nicht übertreiben. Der Blackmist-Filter ist wirklich sehr vielseitig. Man kann ihn in den verschiedensten Situationen nutzen, zum Beispiel bei der Porträtfotografie, wo dann das Gesicht so ein bisschen geglättet wird und ein subtiler Glow erzeugt wird. Aber auch in der Landschaftsfotografie kommt dieser Filter zum Einsatz, um einen mystischen, nebeligen Look zu erzeugen. Und für Videografen ist dieser Filter quasi ein Muss. Besonders bei Nachtaufnahmen oder Szenen bei starkem Gegenlicht erzeugt dieser Filter diesen einzigartigen, ich wage es jetzt mal zu sagen, cinematischen Look. Hier sind jetzt einmal für euch ein paar Beispielaufnahmen mit und ohne Blackmist-Filter. Um das Beste aus eurem Blackmist-Filter rauszuholen, sind die richtigen Kameraeinstellungen entscheidend. Ich empfehle euch hier einfach nur sehr offenblendig zu arbeiten, um den Effekt zu maximieren. Beachtet aber auch die Lichtsituation, denn der Filter funktioniert am besten mit schönem, weichen, natürlichen Licht oder mit Lichtern im Hintergrund. So werdet ihr also bei bewölktem Wetter den Effekt nicht so stark bemerken. Vermeiden solltet ihr ihn aber zu nutzen bei sehr starkem direktem Licht, um Überstrahlungen zu vermeiden. Am Ende ist da dann so viel Blooming, dass man das gesamte Motiv gar nicht mehr kennt. In so welchen Situationen dann einfach den Filter abnehmen. Zu guter Letzt, welcher Blackmist-Filter ist jetzt der richtige für euch? Welche Stärke und vor allem von welcher Marke? Ich muss ehrlich sagen, dass ich keine weiteren Filter zum Vergleichen zur Verfügung hatte. Aber dafür gibt es ja YouTube, wo sämtliche Filter von Neesy, Freewell, Haider und KNF Concept verglichen werden. Viele YouTuber und mit eingeschlossen auch Davision haben so herausgefunden, dass KNF Concept den besten hat. Auch nur nochmal, damit mir hier nichts vorgeworfen werden kann. Davisions Fazit war insgesamt, dass der Filter am schärfsten und die meisten Details noch enthält, während es halt noch eine wirklich schöne Diffusion hat. Sein Schlusswort war, dass der KNF Concept Filter für die Innenaufnahmen am besten ist, für die Draußenaufnahmen dann aber eventuell zu viel sein könnte. Das wäre dann aber meiner Meinung nach eher dafür dann geschuldet, dass er den 1/4 Filter dann hatte, sondern kein 1/8 Filter. Das wäre dann dafür dann vielleicht besser gewesen. Zusammengefasst, der KNF Concept Blackmist-Filter behält noch die meisten Details und hat wirklich eine wunderschöne Diffusion. Aber die Kaufentscheidung wird euch noch einfacher gemacht, denn er ist nicht nur der beste, was die Qualität angeht, sondern auch noch einer der günstigsten. Momentan könnt ihr euch so einen 1/8 Blackmist-Filter, der sogar magnetisch ist, für nur 90 Euro kaufen. Was wirklich sehr günstig ist, wenn man sich zum Beispiel mal den Filter von
einer bestimmten anderen Marke anguckt, wo dann selbst ein nicht magnetischer Filter viel, viel mehr kostet. Und ich habe das Wichtigste vergessen zu sagen, nämlich einmal, dass ihr den Filter für nochmal 20% weniger bekommt mit meinem Rabattcode BENTUBE. Alles groß geschrieben. Ja. Fazit. Solltet ihr euch diesen Filter kaufen? Ja oder nein? Ich denke, auf jeden Fall ja. Für mich ist er mein neuer Immer-Drauf-Filter geworden, weil er mir einfach so viel Spaß macht. So, das war's jetzt aber mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich verabschiede mich. Ciao.